Kirmes auf Point Alpha. Auf Point Alpha, an dem Ort, wo die einstige innerdeutsche Grenze besonders spürbar war, dort, wo sich die Grenzpatrouillen von West und Ost Auge in Auge sahen, 30 Jahre nach dem Fall des Grenzzaunes, hieß es am Wochenende grenzenlos feiern. Der Landkreis Fulda und der Wartburgkreis hatten das Fest organisiert. Wir haben gesagt, wir wollen grenzenlos feiern. 30 Jahre Grenzöffnung hier auf Point Alpha. Das ist ein historisches Ereignis, aber auch ein Ereignis, was die Menschen zusammengeführt hat. Und deshalb haben wir ganz bewusst gesagt, wir laden Kirmesgesellschaften ein, wir laden die Jugend ein, die vor 30 Jahren noch gar nicht geboren wurden. Um Gemeinschaft zu pflegen, um ausgelassen zu feiern, aber auch zu schauen, da ist nicht Thüringen oder ist nicht Hessen, sondern da ist die Rhön. Ein Gemeinschaftsgefühl aufzubauen, und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Die Stimmung ist gut. Viele, viele junge Menschen waren zu Gast über diese 3 Tage und darüber freuen wir uns. Sein Amtskollege Reinhard Krebs aus dem Wartburgkreis ist besonders stolz, dass die Idee der Kirmes auf Point Alpha so gut angenommen wurde. Wir hatten ja gehofft, dass das ein richtiger Reißer wird, aber das, was sich jetzt hier abspielt, das übertrifft alle Erwartungen. Und ich bin schon sehr, sehr froh, dass es so gelungen ist. Ja, ich sag mal so, die älteren Jahrgänge kennen sich noch sehr gut aus mit der deutschen Teilung. Junge Leute, die nach 1990 geboren sind, und das sind jetzt die Kirmesburschen und die Kirmesmädchen, die kommen zusammen, und das ist wunderbar, aber sie haben die deutsche Teilung Gott sei Dank nicht erfahren müssen. Und dann einfach mal auf diesen Punkt, diesem heißesten Punkt, den wir hatten zwischen beiden Teilen Deutschlands, ordentlich zu feiern. Das muss ja all denen, die das damals vor mehreren Jahrzehnten veranlasst haben, eigentlich ein ganz dickes Dorn im Auge sein. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt feiern und nicht die Teilung präparieren. Darum geht's nicht. Die Landräte machten deutlich, dass es insbesondere in der heutigen Zeit wichtig sein, innere Grenzen abzubauen. Es war ein tolles Fest. Die Mühe hat sich gelohnt. Und ich glaube, wir haben Menschen zusammengebracht. Und das ist das Entscheidende. Ich habe das immer gesagt. Die eigentliche Mauer, die Grenze ist weg. Aber wir haben noch Mauern in den Köpfen. Aber wir grenzen aus. Und das gehört hier nicht hin. Und deshalb ist das ein schöner Ort, Point Alpha, nicht auszugrenzen, sondern miteinander zu feiern, sich auszutauschen und das Gemeinsame zu pflegen. 3 Tage lang wurde zünftig gefeiert. Über 50 Kirmesgesellschaften aus Hessen und Thüringen nahmen das Angebot der beiden Landkreise gerne an. Mehrere Kirmesgesellschaften unterstützten beim Aufbau der Kirmes. Aus Setzelbach wurde extra der Kirmesbaum nach Point Alpha gebracht. Ja, das war, ja, zuerst hätte ich gedacht, das werden wir nicht mehr packen, weil das ist ganz schöne Arbeit, so einen Kirmesbaum herzurichten und auch die Strecke herzukriegen, den Baum. Das war eine ganz schöne Arbeit, aber ich sag mal, das ist uns gut gelungen. Und ja, wie man sieht, also ich denke, es ist ein recht schöner Baum geworden. Da sind wir stolz drauf. Gemeinsam feiern. Das Konzept kam gut an. Nach Bandcontest und Discoparty am Freitag und Samstag wurde am Sonntag weitergefeiert. Nach dem ökumenischen Gottesdienst tanzten mehrere Kirmesgesellschaften um den Kirmesbaum. Ein tolles Bild und eine wunderbare Atmosphäre. Die jungen Leute waren begeistert. Sehr gut. Also wir sind ja gestern Abend auch mit dem Bus hierher gekommen und die Stimmung war super, mit allen zusammen zu feiern, auch die man so auf anderen Kirmesen nicht so sieht, weil wir ja eher im Landkreis Fulda unterwegs sind. Aber super Stimmung, tolle Organisation. Also ist es auch 10 Jahren wieder feiern. Ja, ist sehr gut. Also die Idee, Grenzkirmes, 30 Jahre Grenzöffnung, das zu feiern, das war natürlich eine geniale Idee vom Landkreis, war gut gemanagt. Hat viel Spaß gemacht bisher, es war auch gut besucht, Samstag zu Freitag, also kann man nur Gutes erzählen von der Kirmes. Super, gute Stimmung, alles gut, schönes Wetter, alles super. Das Bier schmeckt, alles super. Kirmes auf Point Alpha. Es war ein wunderbares Fest bei bestem Wetter und grandioser Stimmung. Osthessen News. Sehen, was bewegt.